Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier? Und auf der japanischen Version bewegen wir uns langsam gen Ende des vierjährigen Jubiläums hinzu. Bis morgen früh geht das Jubiläum noch quasi. Heute könnt ihr euch eure allerletzten drei Tickets holen. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück mit den letzten drei Tickets. Hoffentlich könnt ihr noch da das ein oder andere Gescheite ziehen. Aber die nächste Celebration hat schon angefangen und die nächsten Events kommen schon demnächst auf uns zu, Freunde. Deswegen gucken wir uns heute alle Informationen und Details zu der neuesten Celebration an. Es ist so gesehen eine kleine Filler-Celebration, in dem wir unsere Charaktere quasi stärken sollen, sage ich mal. Die Super Growth Campaign, grob übersetzt, heißt das Ganze. Aber uns erwartet ein neuer Dokkan-Fessel-Charakter. Das ist zum einen ein neuer Kid Goku, gucken wir uns gleich an. Wir wissen nur, wann er rauskommt. Die ganzen Infos und Details haben wir noch nicht, werden aber in den nächsten Stunden veröffentlicht. Morgen früh spätestens sollte das der Fall sein. Und morgen wird auch auf der globalen Version, Freunde, eine neue Celebration ebenso anfangen. Morgen wird es da quasi auch noch ein dickes Info-News-Video geben. Darauf könnt ihr euch auch gefasst machen, sowohl für Global als auch dann für die Informationen und Details der neuen Charaktere, die morgen hinzukommen werden. Aber wir haben dann noch ein Release-Date für das neueste oder das nächste Extreme Z Awakening wird für Super Saiyan 3 Tech Gotenks sein, heißt die damaligen 70%, die da sind, die nächsten. Und wir haben dann noch an der Stelle das nächste War Tournament mit eine War Tournament Preiskarte, die der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen hat. Und zwar, bevor wir mit den ganzen Infos anfangen, ganz wichtig, was hier dran steht, ist, Freunde, am 8. März wird das japanische Dokkan Battle 1500 Tage erreichen. Und dort wird quasi ein besonderes Geschenk uns erwarten. Ich bin gespannt, ob es ein neuer LR sein wird, so wie LR Goku für die 1000 Tage, oder ob da quasi irgendwas anderes ablaufen wird für jedermann. Da bin ich drauf gespannt. 8.3. Freunde, und vielleicht auch ein Datum, was der ein oder andere sich merken sollte im Hinterkopf. Am 18. März ist Saiyan Day. Ja, Saiyajin Tag gibt es auf Japan, sage ich mal. 18. März, und da erwartet man auch etwas Großes, zumal die aktuelle Celebration genau bis zum 18. März geht. Heißt, eventuell könnte man auch das, was wir jetzt uns ansehen, skippen und die Stones auf dem 18. März sparen. Warum? Auf dem 18. März wird wahrscheinlich das bessere Banner erscheinen, denn letztes Jahr zum Saiyan Day gab es Ui Goku mit Jiren und ein Jahr davor gab es Angel Goku mit Masked Saiyan. Damit ihr es auf jeden Fall gehört habt, Freunde, 18. März, Saiyan Day auf der japanischen Version. Genau, die Celebration ist ab jetzt schon online, geht bis zum 18. März, wie gesagt. Dann haben wir noch quasi Special Missions, die gucken wir uns auch gleich an. Und wir haben hier, ich finde das geil. Endlich haben wir mal Dragon Ball Classic Dokkan Festival. Auf der rechten Seite, das wird der neueste Dokkan Festival Charakter sein. Wie gesagt, die ganzen Infos und Details zu ihm selbst haben wir noch nicht, werden wir die nächsten Stunden bekommen. Was wir uns eventuell denken könnten, ist, er könnte ein Kategorie-Leader werden für die neue Kategorie. Das sagt nämlich dieses Banner hier aus. Die neue Kategorie wird heißen, ich nenne es mal Jugendliche oder Teenies, Teenager oder Jungen und Mädchen. Und da bin ich drauf gespannt, wenn in Zukunft die Erwachsenenkategorie kommt. Das wird auf jeden Fall reinhauen. Nee, aber ja, es ist kein Witz. Also es ist wirklich so. Ich nenne es einfach mal die Teenie-Kategorie oder Jungen und Mädchen. Ich gehe stark davon aus, er wird dann quasi dieser Teenie-Kategorie-Leader. Wie gesagt, was er drauf haben wird, bin ich auf jeden Fall drauf heiß und gespannt. Wissen wir auf jeden Fall in den nächsten Stunden bzw. im morgigen Video dann. Aber wir haben auf der linken Seite auch zwei, werden dann sicherlich nicht Dokkan-exklusive Charaktere sein. Zum einen unserem Boy Master Roshi und mit der Mafuba sollte das sein und Demon King Piccolo. Ich bin echt drauf gespannt, was der Boy haben wird. Kommt am 5.3. morgen, 9 Uhr morgens unserer Zeit, dieses Banner ebenso und sein Dokkan-Event. Und das sollte dann das Artwork, seine TOE-Version sein. Und das Artwork ist richtig geil. Das ist einfach der Goku gegen Demon King Piccolo mit der Osaru Fist hindurch, Freunde. Ich kann es kaum erwarten auf morgen. Da habe ich echt drauf geschaut, was da drauf haben wird. Aber für morgen kommt dann auch das letzte Story-Event auf der japanischen Version, in dem wir dann in der Lage sein werden, den Free-to-Play AGL Goku zu seiner LR-Version zu awaken. LR Goku Kid sollte er heißen, oder Youth mit und Arale. Wir werden morgen uns das quasi, oder die Tage dann, wenn das Release wird, genau ansehen, wie man ihn genau zu der LR-Version awakt. Falls ihr euch fragt, auch aktuell wegen Global, denn aktuell auf Global kam das allererste Event, auf JP ist das Zeit aber live gewesen und morgen kommt dann das dritte, alle drei Events werden online sein. Ich habe dazu zu dem ersten und zweiten Event ein Video gemacht, in dem ich euch erkläre, wie ihr diesen Free-to-Play Goku euch holt und vorbereitet für die LR-Version. Auf der globalen Version könnt ihr das gerne dann machen oder dann quasi auf JP, falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr das Video gerne abchecken, Freunde. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Raditz-Event kommt am Morgen ebenso online, sowohl als auch dieses Free-to-Play-Event zu Goku und Videl. Und richtig, nächste Extreme Z-Battle, das nächste Extreme Z-Awaken ist
Tag Super Saiyan 3 Gotenks. Damit wissen wir auf jeden Fall, die nächsten Isei-Charaktere werden die für den blauen Dragonstone sein, für den Blue Dragonstone. Das sind die damaligen God-Leader, hat man sie genannt. Die 70%-Leader, sei es Gotenks, Super Vegito, Wuhan, Omega Shenlong, Physisch Broly und, Freunde. Die werden quasi die nächsten sein, die ihre Iseis bekommen werden. Oder aber auch, kann ich mir gut vorstellen, die Demigod-Leader, also die 100%-Leader wie Kalten-Goku, also die 100%, die nur auf den Typen gegeben haben, keine Key, wie zum Beispiel Kalten-Goku Blue. Aber der nächste wird sein am 12. März, 9 Uhr morgens unsere Zeit, das Extreme Z Awaken oder Extreme Z Battle von Tech Super Saiyan 3 Gotenks. Ich bin echt drauf gespannt, was er drauf haben wird. Logo in Charaktere, Extreme werden einen Vorteil haben. Ich kann nicht sagen, welche Kategorie effektiv gegen ihn sein wird, jetzt noch nicht, weil es kommt mit ihm kein Banner live, aber das Banner, also Kategorie-Banner mit diesen Teenies, das ist noch live, wenn sein Extreme Z-Battle kommt. Heißt, könnte sein, dass er vielleicht die Kategorie dann eben, die Teenies sehr effektiv sind gegen Gotenks. Zukunftsmusik am 12. März ist auf jeden Fall mehr. Am 12. März kommt auch ebenso dieses Story-Event zurück, als auch dieses. Und Gotenks kommt zurück, Freunde, falls ihr ihn damals an Halloween verpasst habt. 12. März, 9 Uhr morgens, eure Chance. Das Event von Physisch Super Saiyan 3 Gotenks wird online sein. Warum? Weil dann Logo. Das EZA ist ja online von dem Tech Super Saiyan 3 Gotenks und seine Stage ist auch hier involviert. Dementsprechend wird das dann bis zum 28. live sein, damit ihr da die Medaillen farmen könnt ab dem 12. März. World Tournament Stage von Bulma kommt am 13. Warum? Am 15. kommt dann das 29. World Tournament mit dem Goku Black. Den Goku Black, den meinte ich, haben vielleicht ein oder andere von euch schon gesehen. Damals wurde er geleakt zu den 250 Millionen Dollar Celebration. Da war er in den Daten als World Tournament Charakter auch gelistet. Ist bis jetzt noch nicht erschienen, wird erscheinen am 15. März, 9 Uhr morgens für die japanische Version. So, und am 18. März kommt dann quasi 9 Uhr morgens dieses Event zurück, sowohl als auch dieses Event. So viel eigentlich auch zu der Celebration, Freunde. Am Schluss dann, wie gesagt, noch die Special Missions und wir werden es dann morgen auf jeden Fall noch hören, wegen den ganzen Infos und Details der Charaktere, was werden sie drauf haben. Die Tage auf jeden Fall auch, wie man den Free-to-Play-Goku auf seine LR-Version bringt, denn das weiß ich dann auch erst wie ihr morgen. Aber zu den Special Missions und wie gesagt, 8.3. bin ich gespannt, 1500 Tage Dokkan und Saiyan Day bin ich auch drauf gespannt. Wollte ich euch auf jeden Fall sagen wegen dem Saiyan Day, damit ihr dann eventuell vielleicht morgen werden es sehen, ob man es skippen könnte oder nicht, aber vielleicht dann direkt auf den Saiyan Day spart. Zumal auch, das Banner von dem Kid Goku, was erscheinen wird, am Saiyan Day noch live ist. Heißt, wenn ihr euch gedulden könnt, könnt ihr dann abwägen, okay, summon ich eher einen Saiyan Day Banner oder dann einen Kid Goku. Das von Kid Goku sollte bis zum 22. März gehen. Und wie gesagt, ist auch Zukunftsmusik, aber damit ihr es schon mal gehört habt, Freunde. Also gut, die neuen Missionen, die Daily Missionen. Zum einen müsst ihr die Herkul Stage machen mit den Herkul Statuen. Dann bekommt ihr eine goldene Statue. Dann müsst ihr 30 Stamina verbrauchen, bekommt ihr Schlüssel. Apropos Schlüssel, auf der globalen Version gibt es für den Donnerstag eine lange Serverwartung. Wir wissen nicht, was da hinzukommen wird. Könnte vielleicht sein, weil es lange geht, 5 Stunden, dass ein App-Update wird und dann quasi diese Schlüssel eventuell für die globale Version hinzugefügt werden. Also ihr merkt schon, die Tage werden auf jeden Fall viele Infos kommen. Donnerstag wisst ihr mehr wegen Global, Freunde. Dann, wie gesagt, 30 Stamina jeden Tag verbrauchen, bekommt ihr die Schlüssel. Dann müsst ihr quasi hier an der Stelle einmal trainieren, dann bekommt ihr die Training-Items. Am Wochenende, Samstag, bekommt ihr dann, wenn ihr ein Dokument macht, die Shin-Medaillen. Am Sonntag dann quasi die Kaioshin- oder Elder-Kai-Medaillen. Und wenn ihr alle Daily-Missionen am Tag gemacht habt, bekommt ihr ein Dragonstone. Die permanenten Missionen, die während der Celebration live sind bis zum 18., sind folgende. Ihr müsst quasi einen Charakter der neuen Kategorie, dann der Teenager-Kategorie, nenne ich es einfach mal, wie gesagt, in eurem Team haben, ein Event schaffen, dann bekommt ihr 4 Schlüssel. Ihr müsst dann quasi Charaktere einmal, dreimal, fünfmal, bis zu 10-mal trainieren. Dann bekommt ihr die Training-Items, die hier gelistet sind. Ihr müsst Charaktere einmal, zweimal, dreimal Z-Awaken, bekommt ihr die Medaillen, die gelistet sind. Dann müsst ihr ein Charakter Dokkan-Awaken, bekommt ihr Reverse-Medaille. Wenn ihr 50 Knoten im Dupe-System öffnet, bekommt ihr die Orbs, die hier gelistet sind. Und dann, wenn ihr schlussendlich 50, 100, 200, 300, 400 bis hoch 500 Stamina verbraucht, bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind, Freunde, unter anderem Stones, Sleeping Kites etc. und auch Schlüssel. Und wenn ihr im Endeffekt dann alle Missionen der neuesten Celebration geschafft habt, bekommt ihr dann quasi, wie viel waren es zusätzlich noch, 5 Stones dazu, Freunde. So viel zu den ganzen Informationen und Details zu der neuen Kampagne. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bin gespannt auf den Kid Goku und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.